Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Schuldrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse. Wir befinden uns bei den besonderen Schuldverhältnissen, Abschnitt 8 des zweiten Buches. Wir haben noch Restbestände zum Kaufvertrag und werden dann heute das Mietrecht anfangen. Bevor wir aber dazu kommen, noch die Wiederholung von Dienstag. Dienstag haben wir uns befasst mit dem Gewährleistungsrecht des Kaufrechts und wir haben da uns beschäftigt mit den Rechtsfolgen nach 437 BGB. Und dazu habe ich drei kurze Folien vorbereitet. Da können Sie dann schauen, ob Sie das einigermaßen verstanden haben. Ja. Die erste Aussage sagt Ihnen, der Käufer kann entscheiden, ob er eine mangelhafte Sache repariert haben oder eine Ersatzsache geliefert bekommen möchte. Woraus können Sie entnehmen, dass der Käufer sich da entscheiden kann? Ja? Ja, 439 Absatz 1 nach seiner Wahl. Das heißt, wir wissen, es ist ein Wahlrecht des Käufers. Zweitens, im Rahmen der Nachlieferung ist auf Kosten des Verkäufers gegebenenfalls die mangelhafte Sache aus- und die Ersatzsache einzubauen. Ja? Das könnte man meinen. Steht das da wirklich so drin? Wieder 39 Absatz 2 sagt, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport, Wege, Arbeits- und Materialkosten. Das bezieht sich vor allen Dingen darauf, wenn Sie die Sache reparieren, Ersatzteile einbauen und Ähnliches. Es bezieht sich aber nicht unmittelbar auf die Nachlieferung. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Fliesen gekauft haben und die Fliesen sollten glänzend weiß sein, strahlend weiß für Ihr Badezimmer. Und es werden Ihnen Fliesen geliefert und der Fliesenleger legt auch brav Fliese an Fliese an Fliese an Fliese, bis das ganze Badezimmer gefliest ist. Und dann machen Sie das Licht an und die Fliesen haben einen ganz, ganz fiesen Gelbstich. Den sehen Sie aber erst, nachdem die alle verlegt sind. Und dann sagen Sie, wie eklig, ein Badezimmer mit gelben Flecken, das will ich auf keinen Fall haben, da kann ich ja keinen reinlassen, dann denken die alle, ich hätte Blasenschwäche. Deshalb rufen Sie direkt an beim Verkäufer und sagen, die Fliesen sind alle eklig. Daraufhin wird der Verkäufer Ihnen sagen, kein Problem, ich liefere dir neue Fliesen. Und dann kriegen Sie eine große Kiste mit neuen Fliesen geliefert. Das heißt, der Verkäufer liefert Ihnen eine Kiste Ersatzfliesen. Jetzt zeige ich dir das praktische Problem. Die Fliesen, die vorher da waren, liegen ja schon auf Ihrem Boden. Die können Sie nicht zurückgeben. Dann sagt der Verkäufer, kein Problem, schenke ich dir, kannst du behalten. Das zweite Problem ist aber, damit die Fliesen wieder verlegt werden, müssen Sie einen zweiten Fliesenleger beauftragen. Den müssen Sie also nochmal bezahlen. Der Fliesenleger will also Geld für das Verlegen der Ersatzfliesen. Und Sie denken sich, ich bin doch nicht blöd, zahle das erste Mal für das Legen der Fliesen, die schlecht waren, und zahle dann nochmal für das Legen der richtigen Fliesen und für das Entfernen der Fliesen, die alle mangelhaft waren. Und das BGB würde normalerweise sagen, Sie kriegen das nur als Schadensersatz statt der Leistung. Das heißt, nur dann, wenn das der Verkäufer zu vertreten hat. Wenn der Verkäufer wusste, dass die Fliesen schlecht sind, dann muss der das bezahlen. Aber die Rechtsprechung liest in den 439 Absatz 1 BGB hinein, dass, wenn da steht, Lieferung einer mangelfreien Sache, meint das, der Käufer soll so gestellt werden, als wäre von vornherein eine mangelfreie Sache geliefert worden.
Das heißt, er muss so gestellt werden, wie er gestanden hätte, wenn alles von Anfang an geklappt hätte. Er darf keine erheblichen Unannehmlichkeiten erleiden. Das wird hergeleitet, dummerweise nicht aus dem BGB, sondern aus der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie der EU, die das BGB hier umsetzt. Und das hat der EuGH ausdrücklich entschieden. Der hat gesagt, sowohl die Einbaukosten als auch die Ausbaukosten müssen ohne Verschulden vom Verkäufer übernommen werden. Das heißt, der Verkäufer muss ein- und ausbauen. Und das ergeben wir, indem wir daraus steht, Lieferung einer mangelfreien Sache, das ist implizit enthalten. Der BGH sagt, das mag sein, soweit ein Verbraucher betroffen ist, soweit Europarecht eine Rolle spielt, das gilt aber nicht, soweit es nicht um einen Verbrauchsgüterkauf geht. Das heißt, wenn ein Unternehmer was kauft von einem anderen Unternehmer oder ein Verbraucher was kauft von einem anderen Verbraucher oder ein Unternehmer etwas kauft von einem Verbraucher, in all diesen Fällen gibt es keine Ein- und Ausbaukosten. Nur dann, wenn ein Verbraucher was von einem Unternehmer kauft. Gucken wir uns aber gleich nochmal etwas näher an. Nächste Aussage: Solange der Anspruch auf Nacherfüllung nicht erfüllt ist, darf der Käufer die Kaufpreiszahlung verweigern. Woraus ergibt sich das? Ja. Ja, in der Tat 320 BGB, Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Wenn Sie die Norm lesen, dann sehen Sie, setzt die voraus, einen gegenseitigen Vertrag. Der Kaufvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag, man zahlt für Übergabe und Übereignung. Dann die ihm obliegende Leistung, das heißt die Leistung, die der Verkäufer erbringen muss. Das war ursprünglich mal die Übergabe und Übereignung einer mangelfreien Sache. 433 Absatz 1, Satz 1 und Satz 2. Diese Pflicht hat er nicht erfüllt und müsste sie theoretisch immer noch erfüllen. Aber 437 sagt, der Erfüllungsanspruch geht trotzdem unter und an die Stelle des ursprünglichen Anspruchs auf Übergabe und Übereignung tritt der Anspruch nach 439 auf Reparatur der bereits übergebenen Sache oder wahlweise auf Übergabe und Übereignung einer anderen Sache. Das heißt, die Nacherfüllung ersetzt Übergabe und Übereignung durch Reparatur oder Rückgabe plus Übergabe und Übereignung. So, deshalb greift 320 BGB auch für das Verhältnis Nacherfüllung zu Kaufpreiszahlung. Die Nacherfüllung ist einfach nur die Verlängerung der Erfüllung, deshalb heißt es auch Nacherfüllung. Letzter Punkt, der Käufer darf erst nach vergeblicher Fristsetzung Schadensersatz wegen Folgeschäden verlangen. Wann brauchen Sie die Fristsetzung und wo steht, wann Sie eine Fristsetzung brauchen? Ja. Ja, nach § 281 Absatz 1 Satz 1 nur dann, wenn Sie Schadensersatz statt der Leistung haben wollen. Was war nochmal Schadensersatz statt der Leistung? Was war nochmal Schadensersatz statt der Leistung? Ja? Ja, ich bin ganz gespannt, was Sie meinen, äquivalentes Interesse. Ist das nicht immer betroffen? Ich frage mal so. Sie sagen, wenn das Äquivalenzinteresse betroffen ist, also stellen Sie sich vor, Sie sind krank und brauchen ein Medikament und Sie kriegen irgendein anderes. Ist dann, wenn Sie dieses andere Medikament nehmen, das hilft Ihnen nichts, Ihr Integritätsinteresse oder Ihr Äquivalenzinteresse betroffen?
Wahrscheinlich. Also dieses mit Äquivalenz und Integrität, das ist irgendwie nicht wirklich trennscharf. Deshalb wendet man dieses Kriterium auch nicht an. Also Äquivalenz und Integrität, das ist schön auf dem Papier, aber das ist nichtssagend. Was können wir stattdessen machen? Wir machen einen einfachen Test. Und der Test besteht worin? Was gucken wir uns an? Der Käufer noch die Nachverfügung möchte, also statt der mangelhaften Sache eine neue Ersatzlieferung oder Nachbesserung haben möchte. Die Mangelfolgestellen, wenn wir da nicht repariert ersetzen, deswegen wird es nicht mehr ersetzen. Das klingt auf den ersten Blick gut, aber was sagen Sie denn, wenn er gar keine Nacherfüllung kriegen kann, weil die unmöglich ist? Die kann ja durchaus unmöglich sein. Das ist ja schön, aber die Frage ist es dann statt der Leistung oder neben der Leistung, wenn die Nacherfüllung unmöglich ist? Also anstelle der Leistung. Und woher wissen Sie das? Wann? Immer? Also wenn es unmöglich ist, ist alles statt der Leistung? Nein, es kommt auch an, welcher zum Beispiel der Folgeschaden ist, der hat ja mit der Leistung selbst nichts zu tun, also mit dem Geldwert der Leistung selbst, sondern ist durch nebenbei entstanden, dadurch, dass die Rechtsgüter des Käufers verletzt wurden. Das ist schon näher dran. Also es kommt nicht darauf an, ob der Käufer noch Nacherfüllung haben will, weil möglicherweise kann er gar keine Nacherfüllung verlangen wegen 440 oder wegen 275. Es kommt ausschließlich darauf an, ob das Geld, was er hier verlangt, ersetzen soll, die Leistung, oder ob es etwas anderes, darüber hinausgehendes ist. Ob er also Schadensersatz haben will für das Buch, was das Buch in Geld ersetzt, oder den Laptop in Geld ersetzt, oder ob er einen anderen Gegenstand ersetzt haben will. Und der Test dafür ist viel einfacher. Der Test ist, Sie unterstellen, er würde jetzt die Sache bekommen, die mangelfrei ist. Und dann gucken Sie, wie seine Vermögenslage dann wäre. Hätte er dann immer noch einen Verlust, den er berechnen könnte, oder gäbe es keinen Verlust? Ja? Also, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich kann dieses Buch für 100 Euro verkaufen, wenn es perfekt ist, leider fehlt eine Seite, damit kann ich es nur für 90 Euro verkaufen. Ja? Dann ist die Frage, ist dieser Wertverlust, dass ich weniger Geld kriege, wenn ich es weiterverkaufe, ein Schadensersatz statt der Leistung oder ein Schadensersatz neben der Leistung? Fehlt eine Seite im Buch, dadurch ist das Buch 10 Euro weniger wert und ich möchte gerne diesen Wertverlust, den ich nicht realisieren kann, weil das Buch nicht zu dem Preis weiterverkaufen kann. Statt der Leistung oder neben der Leistung? Es ist doch nicht. Warum? Ja, wenn ich die Seite wieder reingeklebt bekäme oder ein gleiches Buch mit der Seite bekäme, hätte ich keinen Wertverlust. Ich könnte das Buch also zum normalen Preis weiterverkaufen. Also ist es statt der Leistung. Ich ersetze die Lieferung des richtigen Buches durch Geld. Dann ich kaufe mir einen Plan, wie ich meine Wohnung möblieren kann. Und dummerweise hat der Plan aber die falschen Winkel und so kann ich die Möbel nicht aufstellen. Das heißt, alle Möbel, die ich mir gekauft habe, um diesen wunderbaren Plan des Innenarchitekten zu erfüllen, passen nicht in meine Wohnung. Und jetzt möchte ich gerne das Geld, was ich ausgegeben habe für diese Möbel, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann, weil die nicht in die schrägen Ecken passen. Statt der Leistung oder neben der Leistung. Nochmal, ich habe den Plan erstellen lassen und habe aufgrund dieses Planes die Möbel gekauft. Das ist neben der Leistung,
Ja, in der Tat, wenn ich den Plan richtig bekomme, der Plan ist genauso, wie ich ihn haben möchte, der passt zu meiner Wohnung, dann habe ich immer noch die kaputten Möbel. Die Möbel passen immer noch in die Wohnung, auch wenn der Plan richtig ist. Die Möbel werden nicht passend dadurch, dass der Plan richtig ist. Dann nehmen wir unseren Fall mit dem Medikament. Ich habe Schnupfen, gehe in die Apotheke und die geben mir ein Medikament gegen Schwangerschaftsbeschwerden. Und ich lese die Packungsbeilage nicht, nehme das brav und der Schnupfen bleibt. Unterdessen kriege ich noch Hirnblutungen. Frage, ist das dann Schadensersatz statt der Leistung, wenn ich dann Behandlungskosten haben will, oder ist das Schadensersatz neben der Leistung? Ja. 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 Also, wir müssen uns überlegen, was passiert, wenn mir die Apotheke ein Medikament gegen Schnupfen gibt, was ich eigentlich von Anfang an haben wollte. Dann bleiben die Hirnblutungen bestehen. Die fallen nicht plötzlich weg, dadurch, dass ich ein Schnupfenmedikament kriege. Aber mein Bedarf an einem Schnupfenmedikament ist dann gedeckt. Ich brauche also kein Geld, um mir woanders ein Schnupfenmedikament zu beschaffen. Ja? Ich habe ja schon ein Schnupfenmedikament bekommen. So, Sie sehen also, der Ansatz ist ein ganz einfacher. Und jetzt, der Fall wird nur dann schwieriger, wenn Nacherfüllung unmöglich ist. Sie haben ein Auto. Und das finden Sie total toll. Dieses Auto gehört Ihrem Nachbarn, der alte Porsche-Fan. Ihr Nachbar fährt Porsche. Und jetzt sagen Sie, ich möchte gerne ein Auto kaufen, aber nur dann, wenn das auf keinen Fall ein Unfallwagen ist. Und Ihr Nachbar sagt, nee, den habe ich nie gefahren, der stand hier immer nur, das ist ein reines Schauauto, das poliere ich immer nur, da fahre ich gar nicht mit. Und daraufhin sagen Sie, okay, gekauft, zahlen dem 50.000 Euro und nehmen den Porsche mit zu sich. Und Sie fahren stolz mit diesem Porsche zur Werkstatt und die Werkstatt sagt, der hat aber schon mal einen richtigen Unfall gehabt, der hat richtig gut zusammengeschweißt. Und Sie denken sich, da bin ich aber übers Ohr gehauen worden. Und jetzt wollen Sie gerne den Wert, den Minderwert dieses Autos im Verhältnis zu einem unfallfreien Porsche. Was ist das? Statt der Leistung oder neben der Leistung? Ja? Ja, warum? Kann man einen Unfallwagen durch eine Reparatur zu einem unfallfreien Wagen machen? Ja? 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 Also die Kollegin sagt, er möchte nur den Zustand herstellen, der bestanden hätte, wenn richtig erfüllt worden wäre. Also ist es doch statt der Leistung. Das Problem ist, das würde bei dem Schnupfenfall genauso passieren. Wenn ich sage, meine Hirnblutungen wären ja nicht aufgetreten bei einem Schnupfenmedikament. Das heißt, ich will meine Hirnblutungen nicht haben, also will ich nur den Zustand hergestellt haben, der mit dem richtigen Medikament bestanden hätte. Das heißt, da hätten wir immer statt der Leistung, weil ich will immer den Zustand herstellen, der ohne die Pflichtverletzung bestanden hätte. Ich möchte immer den Zustand, der bestanden hätte, wenn ich von vornherein das Richtige gekriegt hätte. Aber hier in diesem Porsche-Fall, da sehen Sie, Sie müssen sich überlegen, wenn der theoretisch einen unfallfreien Wagen zur Auswahl gehabt hätte damals, dann hätte er den Vertrag erfüllen können und dann wäre der Schaden nicht entstanden. Das heißt, Sie müssen da so tun, als wäre die Nacherfüllung mal möglich gewesen und dann überlegen, was passiert wäre, wenn die Nacherfüllung richtig erfolgt wäre, ob der Schaden dann eingetreten wäre. Das ist der Unterschied zu unserem Fall. Wenn die Nacherfüllung noch möglich ist, kann man sie nachholen. Wenn sie unmöglich ist, kann man sie nicht nachholen.
Ja, ich sehe, die Begeisterung ist groß. Weil das so schön ist, habe ich für Sie jetzt hier eine entspannte Aufgabe, nämlich die Mathematikaufgabe zur Minderung. Das können Sie ja alle noch. Ja, Zufallstreffer. Also, für alle Leute, die Verhältnisse sich erklären können, der wirkliche Wert verhält sich zum Wert im hypothetischen mangelfreien Zustand, wie der geminderte Wert zum vereinbarten Preis. Das ist genau diese erste Verhältnisgleichung. Sie haben auf der linken Seite stehen die beiden Werte, auf der rechten Seite die beiden Preise. Der geminderte Kaufpreis entspricht nicht dem wirklichen Wert, weil die können völlig auseinanderfallen. Wir haben gesehen, es kann sein, dass sie viel zu viel zahlen, es kann sein, dass sie viel zu wenig zahlen und das, was sie hier vereinbart haben, schlägt sich auf den geminderten Preis durch. Also wenn sie zu viel gezahlt haben für die funktionierende Sache, werden sie auch zu viel zahlen für die kaputte Sache. Wenn sie zu wenig gezahlt hätten für die funktionierende Sache, zahlen Sie ja automatisch weniger für die kaputte Sache. Die Chance, dass Sie genau den richtigen Preis treffen, geht gegen Null. Und die letzte Aussage ist das, was Sie erhalten, wenn Sie einfach den Wert von unten rechts nach oben links rüber multiplizieren, dann haben Sie nämlich der geminderte Kaufpreis, das, was Sie suchen, ist das Produkt aus dem wirklichen Wert und dem vereinbarten Preis geteilt durch den Wert, den die Sache gehabt hätte, wenn sie mangelfrei gewesen wäre. Das ist schlicht das, was da oben steht, einmal umformuliert. Das heißt, Sie kriegen das raus und das ist die Rechenaufgabe, die Sie lösen müssen. Das haben wir an drei Beispielen am Dienstag gemacht. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Ach, das lassen wir mal weg. Sie sehen, die Garantien sind relativ witzlos. Garantien haben wir gesehen, es gibt den Begriff in 276. Das ist, wenn jemand Ihnen sagt, ich will verschuldensunabhängig haften, wenn das so nicht sein sollte. Wir haben gesehen, es gibt die Garantie in 443, das sind die Herstellergarantien, wenn der Hersteller sagt, das ist so. Oder es sind die Garantien des Verkäufers, der sagt, es gibt hier die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie beim Mediamarkt oder sowas. Das kann man haben. Die Kosten für die Reparatur eines anfänglichen Mangels können nur als Schadensersatz der Leistung ersetzt werden. Die Kosten für die Reparatur eines anfänglichen Mangels können zum Beispiel auch über 439 Absatz 2 im Rahmen der Nacherfüllungskosten ersetzt werden, denn die werden gerade verschuldensunabhängig nacherfüllt. Wenn ich 281 im Obersatz nenne, muss ich nicht ausdrücklich feststellen, dass der geltendgemachte Verlust Schadensersatz der Leistung ist. Das denken sich vielleicht viele von Ihnen. Ich schreibe einfach oben 281 rein, dann passt das schon. Aber wenn Sie 281 lesen, setzt der 281 ausdrücklich voraus, dass Schadensersatz statt der Leistung verlangt worden ist. Das heißt, Sie müssen sagen, es liegt Schadensersatz statt der Leistung vor, denn sonst prüfen Sie die falsche Norm. Sie dürfen 281 nicht prüfen, wenn kein Schadensersatz statt der Leistung verlangt ist. Prüfen Sie die Norm, die auf Ihren Fall passt. Und schließlich, bei Nutzungsausfallschäden ist umstritten, ob 280 Absatz 2 286 Anwendung findet. Das haben wir gemacht. So, damit haben wir diese Sache erledigt. Jetzt noch ganz kurz, was passiert, wenn der Käufer die Sache selbst repariert?
Wir haben in letzter Stunde gehört, im Werkvertragsrecht können Sie, wenn Sie eine Frist gesetzt haben und die Frist abgelaufen ist, die Sache selber reparieren oder einen anderen Handwerker dran setzen und kriegen dann die Kosten, die dadurch entstanden sind, ersetzt. Eine solche Regelung fehlt im Kaufrecht und die fehlt nicht planwidrig, sondern absichtlich, weil die beiden Normen sind zeitgleich gemacht worden und hier hat der Gesetzgeber ausdrücklich gesagt, der Käufer soll an der Kaufsache nicht rumbasteln dürfen. Damit hat der Gesetzgeber auch alle anderen Ansprüche ausschließen wollen. Der hat gesagt, der Käufer hat Pech gehabt. Wenn der Käufer meint, selber reparieren zu müssen, macht er das auf eigene Gefahr und auf eigene Kosten. Der Käufer kriegt nur dann Schadensersatz, wenn die Voraussetzungen von 280 gegeben sind, das heißt der Verkäufer die Nichterfüllung zu vertreten hat. Das ist der wesentliche Unterschied zum Werkvertrag. Der Verkäufer muss schuld sein, dass die Sache nicht funktioniert. Wenn das so ist, dann ist der Anspruch auf Nacherfüllung unmöglich, denn der Käufer hat die Sache ja repariert. Wenn der Käufer repariert hat, kann der Verkäufer nichts mehr tun, dann ist ja alles wie geschuldet. Und dadurch ist der Verkäufer fein raus, er muss nicht bezahlen und er muss nicht mehr reparieren. Das heißt, für den Verkäufer kann es nichts Besseres geben, als dass der Käufer den Mangel selber beseitigt. Dass Sie also anfangen, die Sache aufzuschrauben und da die Sachen zu reparieren. Das freut den Verkäufer, weil er nichts mehr bezahlen muss. Dieses Ergebnis finden einige Leute falsch und die sagen, wir wenden hier 326 Absatz 2 Satz 2 BGB analog an. Diese Norm sagt nämlich, selbst wenn der Gläubiger die Unmöglichkeit verursacht hat, muss ihm der Schuldner zumindest die ersparten Aufwendungen erstatten. Also was der Schuldner an Aufwendungen gehabt hat und was er dadurch erspart. Dagegen spricht aber ein wesentliches Argument. Der Gesetzgeber wollte das gerade nicht, wie uns 326 Absatz 1 Satz 2 zeigt, der nämlich sagt, für die Nacherfüllung gilt 326 insgesamt nicht. Und wenn der Gesetzgeber gewollt hätte, dass es hier eine Anrechnung gibt, hätte er das anders geregelt. Verjährung interessiert Sie normalerweise wenig, aber ich werde Ihnen das hier nochmal deutlich ans Herz legen. Im Kaufrecht ist es so, wenn Sie einen Laptop, ein Buch, ein Handy oder sonst was kaufen, haben Sie 2 Jahre Gewährleistung. Das bedeutet Folgendes. Innerhalb von 2 Jahren müssen Sie, wenn ein Mangel von Anfang an vorgelegen hat, entweder Lieferung einer anderen Sache oder Reparatur verlangen oder auch andere Folgerechte geltend machen. Nach 2 Jahren haben Sie keine Möglichkeit mehr, das durchzusetzen, sobald der andere sich darauf beruft und sagt, hier ist verjährt. Der Verkäufer kann also nach 2 Jahren sagen, ich bin raus. Diese 2 Jahre beginnen zu laufen in dem Moment, wo Ihnen die Sache abgeliefert worden ist. Ablieferung ist der Moment, in dem Sie die Sache erstmalig sich angucken konnten. Ab da laufen 2 Jahre. Das kann sein Montag der 1.7., das kann sein Freitag der 30.8. Das spielt keine Rolle, es läuft von dem Tag an die Frist. Und die endet dann exakt 2 Jahre später. Das sind keine 2 Jahre Garantie. Die Sache muss nicht 2 Jahre halten. Der Mangel muss trotzdem am Anfang vorgelegen haben, aber Sie haben nur 2 Jahre Zeit, den durchzusetzen. Diese Frist wird verlängert, wenn Sie ein Haus kaufen. Wenn Sie ein Haus kaufen, haben Sie immerhin 5 Jahre Zeit, rauszufinden, was am Haus alles kaputt ist und das zu rügen. Und die 5 Jahre beginnen ab Übergabe, das heißt, sobald Ihnen der Schlüssel in die Hand gedrückt worden ist, haben Sie dann Zeit zu gucken. Dasselbe gilt auch für Sachen, die zum Bau eines Hauses benutzt werden. Das heißt, wenn Sie Dachziegel kaufen oder Fenster, dann haben Sie auch da die 5 Jahre. Der Grund dafür ist einfach, damit der Hausverkäufer Rückgriff nehmen kann bei den Lieferanten der einzelnen Teile. Dann gibt es noch eine ganz lange Frist, 30 Jahre, wenn irgendjemand anderes die Sache herausverlangen kann.
Der Grund dafür ist, ein Herausgabeanspruch aus Eigentum verjährt nach 30 Jahren. Wenn man Ihnen also Ihr Handy klaut und das 30 Jahre vor Ihnen versteckt hält, können Sie nach 30 Jahren den Herausgabeanspruch nicht mehr durchsetzen. Sie sind immer noch Eigentümer, aber Sie können ihn nicht auf Herausgabe verklagen, dann kann der Dieb sagen, ist verjährt. Kriegst du nicht zurück. Sagen Sie, in 30 Jahren wollen Sie Ihr Handy von heute eh nicht mehr zurückhaben, aber so ist das Gesetz. Und schließlich 438 Absatz 3 BGB, wenn der Verkäufer Sie belügt. Sie erinnern sich an unseren Gebrauchtwagenfall, wenn der genau weiß, das ist ein Unfallwagen und Ihnen das verschweigt, dann gilt nicht 2 Jahre, sondern 3 Jahre. Sagen Sie, na und? Ist ein Jahr länger, das tut nicht weh. Der entscheidende Unterschied ist, dass 438 Absatz 3 auf 199 BGB verweist und der sagt, die 3 Jahre beginnen ab Kenntnis. Das heißt, erst dann, wenn Sie erkennen, dass Sie belogen worden sind, beginnen die 3 Jahre zu laufen. Das kann also sein, dass Sie erst nach 4 Jahren erfahren, dass die Sache mangelhaft war und der Verkäufer das wusste. Dann beginnen 4 Jahre später die 3 Jahre. Das heißt, Sie haben effektiv 7 Jahre. Damit das Ganze nicht ewig läuft, gibt es eine absolute Obergrenze und die Obergrenze beträgt 10 Jahre. Zudem sagt das Gesetz, gilt eine Mindestfrist. Es darf bei Sachen, die in Gebäuden eingebaut werden, nicht kürzer sein als 5 Jahre. So, das müssen Sie nicht auswendig lernen, weil das steht in 438 drin. Das heißt, Sie müssen nur das Gesetz lesen und da sehen Sie das dann auch. Verjährung hat zur Folge, dass der Käufer nicht mehr nach Lieferung oder nach Besserung verlangen kann, beziehungsweise dass der Verkäufer die Erfüllung des Anspruchs verweigern kann. Er kann also sagen, mache ich nicht. Zum Zweiten kann er auch keinen Anspruch auf Schadensersatz mehr geltend machen, und zwar sowohl statt der Leistung als auch neben der Leistung. Er kann keinerlei Schadensersatz mehr verlangen und auch nicht ersatzvergebliche Aufwendungen. Sie müssen also Ihre Schäden in diesen 2 Jahren irgendwann mal geltend gemacht haben. Zweitens, der Käufer kann auch nicht mehr zurücktreten oder mindern. Denn § 218 BGB sagt, soweit er nicht mehr Erfüllung verlangen kann, sind auch die Folgeansprüche, also die Gestaltungsrechte, ausgeschlossen. Das heißt, der Käufer hat im Grundsatz keinerlei Rechte mehr, aber wenn Sie sich den 438 ansehen, dann sehen Sie im 438, gibt es davon eine kleine Ausnahme in Absatz 4, Satz 2. Wenn der Käufer noch nicht gezahlt hat, kann er auch weiterhin die Zahlung des Kaufpreises verweigern. Das heißt, wenn Sie noch nicht gezahlt haben, sagen Sie, dann zahle ich halt auch nicht. Und dann sagt der Satz 3, dann darf der Verkäufer zurücktreten und kann sagen, dann will ich auch meine kaputte Sache zurück. Und wie gesagt, alles nach 2 Jahren, das heißt, dann ist es eh schon lange her. Im ersten Semester haben Sie gelernt, 119 Absatz 2, Anfechtung wegen eines Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft einer Sache. Und Sie mögen sich vielleicht hier vorgestellt haben, das klingt doch irgendwie so ähnlich wie das, was wir hier mit Sachmangel besprochen haben. Denn bei einer kaputten Sache haben Sie gedacht, die sei in Ordnung, das klingt doch irgendwie genauso. Grundsätzlich gilt dabei eine einfache Regel, der Käufer darf nie wegen Irrtümern über die gekaufte Sache anfechten. Der Grund dafür ist, sonst könnte er die Frist des 438 Absatz 1 umgehen. Denn 121 sagt, er muss unverzüglich anfechten. Es kann ja sein, dass er erst nach 3 Jahren Kenntnis von dem Mangel erlangt hat. Dann wäre dann unverzüglich nach Erlangung der Kenntnis von seinem Irrtum. Er hat damals gedacht, es sei in Ordnung, hat aber lange gedauert, bis er es entdeckt hat, weil er es in die Werkstatt gebracht hat und es erstmal ein Experte sehen musste. Daher würde
hier die Frist umgangen. Zweitens haben wir gesprochen über 442. 442, Sie erinnern sich düster, da steht drin, wenn der Käufer Kenntnis hat von dem Mangel oder grob fahrlässige Unkenntnis, hat er keine Rechte. Der 121 sagt aber, Sie können auch anfechten, wenn Sie Kenntnis haben. Sie müssen es nur unverzüglich tun, sobald Sie kennen mussten. Das heißt, grob fahrlässige Unkenntnis hindert die Anfechtung nicht, es hindert aber die Gewährleistung. Drittes Problem, im Kaufrecht können Sie erst den Vertrag rückabwickeln, nachdem Sie eine Frist gesetzt haben und eben die Chance gegeben haben, eine richtige Sache zu liefern. Die Anfechtung macht von vornherein alles kaputt und würde damit das Recht des Verkäufers, eine andere Sache zu liefern, umgehen. Umstritten ist, was gilt, bevor Sie die Sache übergeben bekommen haben. Wenn der Käufer die Sache noch nicht bekommen hat, greift die Verjährungsfrist doch nicht, weil die läuft erst dann, wenn die Sache bekommen hat. Aber die Umgehung von 442 ist trotzdem noch möglich und auch im allgemeinen Schuldrecht können Sie zurücktreten nach 323. Wenn nämlich der Verkäufer nicht liefert, können Sie erst nach Fristbesserung zurücktreten. Das heißt, auch hier wird gesagt, dürfen Sie nicht anfechten. Und damit haben wir einen ganz einfachen Grundsatz. Der Käufer darf nicht anfechten, weil er gedacht hat, die Sache sei mangelfrei. Die Vorstellung, dass die Sache bestimmte Eigenschaften hat, begründet kein Recht zur Anfechtung. Die Anfechtung nach 119.2 wegen Eigenschaften der Sache ist für den Käufer ausgeschlossen. Demgegenüber kann der Verkäufer grundsätzlich anfechten. Sie kennen solche Fälle vielleicht aus dem ersten Semester. Da findet jemand einen Ring im Schmuck seiner verstorbenen Urgroßmutter und verschenkt den an seine oder verkauft ihn auf dem Trödelmarkt für 10 D-Mark. 10 D-Mark, denken Sie sich, wie viel ist das? 5 Euro. Und nun stellt sich heraus, es war ein echter Diamantring im Werte von 15.000 Euro. Dann kann der Verkäufer anfechten, weil er hat einen Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft, nämlich er dachte, es sei Modeschmuck, in Wirklichkeit war es ein echter Diamant. Und dann darf der Verkäufer anfechten, weil dieser Irrtum zu dem Vertrag geführt hat. Einzige Ausnahme ist, wenn er dadurch den Käufer benachteiligen will, wenn er verhindern will, dass der Käufer gewährleistungsrechtlich Geld macht und Schadensersatz verlangt oder ähnliches, dann ist die Anfechtung durch den Verkäufer ausgeschlossen. Also wenn der genau weiß, die Sache ist mangelhaft, aber bevor der Käufer Gewährleistungsrechte geltend macht, erkläre ich die Anfechtung, dann ist die Anfechtung unwirksam. Unstreitig möglich ist aber eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung nach 123, denn wer arglistig täuscht, ist nicht schutzbedürftig. Das heißt, da kann der Verkäufer sich auch nicht auf das Kaufrecht berufen. Für Sie etwas interessanter ist das Verhältnis des Gewährleistungsrechts zur CIC. Sie erinnern sich düster, ich habe Ihnen gesagt, es gibt diese Vertragsanbahnung und diese Vertragsverhandlungen und im Rahmen von Vertragsverhandlungen ist es so, dass dadurch eine rechtsgeschäftsähnliche Beziehung entsteht und im Rahmen der rechtsgeschäftsähnlichen Beziehung gibt es Rücksichtnahmepflichten. Zu den Rücksichtnahmepflichten gehört, dass Sie informieren müssen über alle wichtigen Umstände, zum Beispiel auch über etwaige Gefahren und Mängel. Und das überschneidet sich natürlich mit 434. Und dann ist die Folge hier wieder, grundsätzlich haben Sie eine Aufklärungspflicht nur dann, wenn Sie einen Wissensvorsprung haben und wissen, dass der Umstand für den anderen relevant ist, für ihn aber nicht ermittelbar. Die herrschende Meinung sagt, soweit es um einen Sachmangel geht, können Sie sich nicht auf 311 Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit 41.2 berufen. Das heißt, 434 ist vorrangig für alles, was mit Mängeln zu tun hat. Sie können nicht wegen einem Mangel sagen, der hätte Sie mich darüber informieren müssen. Nicht ausgeschlossen Sie CIC wegen allem anderen. Sie erinnern sich an unseren Fall, jemand rutscht auf einem Salatblatt aus, jemand fällt eine Linoleumrolle auf den Kopf.
Dafür gilt die CEC. Und die CEC gilt für alle Täuschungen, die nicht in Bezug auf eine Sache sind. Zum Beispiel, wenn der Verkäufer behauptet, er würde für die Caritas sammeln. Also ich verkaufe hier Karten, die von blinden Kindern mit den Füßen gemalt worden sind und in Wirklichkeit kommen die aus einer Fabrik in China, wo da 1000 Chinesen jeden Tag die Karten malen und der Verkäufer tut so, als seien das behinderte Kinder. Dann können Sie hier auch nach CEC vorgehen, weil das kein Mangel ist. Die Karten sind vielleicht trotzdem schön, aber eben nicht so hergestellt. Ja, das müssen Sie zur Gewährleistung wissen. Jetzt ganz kurz noch ein paar andere Verträge. Ich habe Ihnen gesagt, der Kaufvertrag bezieht sich nach 433 nur auf Sachen. Es gibt aber eine Regelung in 453, die sagt, Kauf von Rechten und sonstigen Gegenständen. Und Sie können nach dieser Norm Rechte erwerben. Sie können zum Beispiel eine Lizenz kaufen. Sie können zum Beispiel eine Forderung kaufen. Wenn ich Ihnen 1000 Euro schulde, können Sie diesen Anspruch weiterverkaufen an irgendjemanden, der Ihnen dann unmittelbar Geld dafür zahlt. Die Erfüllung erfolgt durch Abtretung. Zugrunde liegt dann ein Kaufvertrag. Sie können Ansprüche verkaufen. Sie können aber auch sonstige Gegenstände verkaufen, die keine Sachen sind. Sonstige Gegenstände sind insbesondere all die Internetsachen. Sie verkaufen einen Download. Das heißt, es gibt nichts, was Sie runterladen. Sie kaufen sich einen Film bei Netflix oder eine App im Android Play Store. Dann haben Sie diese App gekauft, aber Sie haben nie eine Sache bekommen, sondern Sie kriegen nur einen Download. Sie können sich sogar Know-how kaufen, indem Ihnen irgendjemand eine Kundenliste mitteilt oder erklärt, wie Sie Ihr Unternehmen führen. All das kann man als Kaufvertrag regeln. Nächstes Semester werden wir uns noch näher beschäftigen mit dem Unternehmenskauf, das heißt, wenn Sie ein ganzes Unternehmen kaufen wollen. Das BGB sagt dann noch, die Kosten für die Übertragung des Rechts trägt der Verkäufer. Das heißt, wenn man dafür einen Notar braucht oder Ähnliches, dann zahlt das der Verkäufer. Wir haben aber noch zwei andere Verträge, die wir uns angucken müssen. Das eine ist der Werklieferungsvertrag in 651. Das BGB geht davon aus, bei einem Kauf ist es so, die Sache gibt es schon oder die Sache beschafft sich der Verkäufer von jemand anderem. Das heißt, entweder er hat ein Lager, da stehen 100 Gläser mit Honig und er gibt ihnen eins davon, oder der ruft beim Imker an und der Imker gibt dem Verkäufer den Honig und der Verkäufer gibt ihnen den Honig. Das ist ein Kaufvertrag, die Sache gibt es schon. Oder die wird eingekauft. Es kann aber auch sein, dass Sie zu einem Händler gehen und sich eine Sache herstellen lassen. Sie sind Profi-Computerspieler und gehen zu einem Computerbauer und sagen, bau mir einen High-Speed-Computer, mit dem ich besser spielen kann. Dann haben Sie einen maßgeschneiderten Computer und das ist ein Werklieferungsvertrag im Sinne von 651. Ebenfalls 651 wäre zum Beispiel, Sie gehen zu einem Maler und lassen ein Porträt von sich malen. Dann muss der Maler für Sie speziell das Ding malen. Immer dann, wenn irgendwas hergestellt wird, speziell für Sie, ist das ein Werklieferungsvertrag nach 651. Und dann haben wir noch den Tauschvertrag. Tauschvertrag ist ganz einfach. Beim Kaufvertrag gibt der eine Sache und der andere gibt Geld. Beim Tauschvertrag ist es einfach Sache gegen Sache. Der eine hat ein Pferd, der andere hat einen Traktor, dann wird Traktor weggegeben und dafür bekommt er ein Pferd. Und der andere verliert das Pferd und bekommt einen Traktor. Das ist Tausch. Der Tausch hat exakt einen einzigen Paragraphen im ganzen BGB, nämlich Paragraph 480. Und wenn Sie da gucken, da steht einfach drin, es gilt Kaufrecht. Ja. Nein, warum ist es kein Werklieferungsvertrag?
was ist mit dem VW zu dem Zeitpunkt schon? Den gibt es ja schon. Also wenn Sie sagen, ich will einen grünen VW, Baujahr 2012, den gibt es ja jetzt schon. Den mag der Verkäufer noch nicht haben, den muss er sich beschaffen. Aber es ist ja kein maßgeschneidertes Produkt. Auch dann ist es so, der Verkäufer, der stellt ihn ja nicht her, sondern den stellt ein Dritter her. Das heißt, der Vertrag mit dem Verkäufer ist nur, beschaff mir den irgendwo her, wo du den herkriegst, ist mir egal. Aber der Verkäufer soll nicht für Sie einen VW produzieren. Also die Frage ist immer, soll der für Sie was herstellen oder soll er für Sie nur was beschaffen und dann Ihnen übergeben, übereignen? Wenn er für Sie was herstellen soll, 651, wenn er es nur beschaffen soll, 433. Ja, hier habe ich Ihnen all diese Verträge zusammengestellt. 433 sagt, das sehen Sie hier, Eigentum und Besitz einer Sache gegen Zahlung von Geld. 453 sagt, Recht oder sonstiger Gegenstand gegen Zahlung von Geld. 651 sagt, neu hergestellte und zu erzeugende Sache gegen Geld. Und 480 sagt einfach, gegen eine andere Sache oder gegen ein Recht oder einen sonstigen Gegenstand, das ist dann ein Tausch. Schwierig? Sie müssen nur in der Klausur wichtig die Unterscheidung beachten zwischen 433, 651, 453 und 480. Nehmen Sie die richtige Norm. Sie kommen mit 433 zum Ergebnis, die verweisen alle auf 433, aber Sie müssen trotzdem den Vertrag richtig einordnen. So, jetzt kommen wir zu was, was viele Studenten verwirrt, weil die AG-Leiter das immer zu früh erklären und die Leute immer was in der Klausur zu schreiben wollen. Es geht um die sogenannte Differenzmethode und die Surrogationsmethode. Das spielt praktisch nur eine Rolle beim Tauschvertrag. Warum? Ich illustriere Ihnen das. Sie haben einen Kaufvertrag und der Kaufvertrag wird schlecht erfüllt und Sie verlangen jetzt Schadensersatz. Und Sie wollen Schadensersatz statt der Leistung, das heißt Schadensersatz in Geld. Das heißt, Ihr Anspruch geht auf Zahlung von Geld. Der Verkäufer muss Ihnen Geld zahlen. Umgekehrt hat der Verkäufer gegen Sie einen Anspruch auf Geldzahlung, nämlich einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung. Jetzt sagt uns die Differenzmethode, das kann man direkt verrechnen. Wir ziehen also von dem Kaufpreis das ab, was Sie als Schadensersatz bekommen würden. Und Sie bekommen entweder die Menge Schadensersatz minus Kaufpreis oder umgekehrt bekommt der Verkäufer Kaufpreis minus Schadensersatz, je nachdem, wo eine positive Zahl rauskommt. Das sagt die Differenzmethode. Die Surrogationsmethode sagt, die Ansprüche berühren sich gar nicht und ich darf sie auch nicht verrechnen. Die bestehen nebeneinander. Aber ich darf die Aufrechnung erklären und wenn eine der beiden Parteien sagt, ich rechne auf, haben wir das gleiche Ergebnis. Das heißt, in beiden Fällen komme ich zum Ergebnis, es wird nur die Differenz ausgetauscht. Im einen Fall brauche ich noch die Aufrechnungserklärung, im anderen Fall passiert das automatisch. Deshalb müssen Sie das in der Klausur nie ansprechen. Sprechen Sie in der Klausur nie Differenz- und Surrogationsmethode an bei Verträgen, wo die Gegenleistung in Geld besteht. Die Methode spielt dann immer eine Rolle, wenn die Gegenleistung nicht in Geld besteht, nämlich beim Tauschvertrag. Beim Tausch ist es nämlich so, Sie haben Schadensersatz in Geld gegen Übergabe und Übereignung einer Sache. Dann sagt die Surrogationsmethode, müssen Sie weiterhin die Sache übergeben und übereignen und bekommen das Geld komplett, während nach der Differenzmethode das Ganze so berechnet wird, dass die Sache bewertet wird, hier wird ein Betrag festgesetzt und dieser Betrag wird verrechnet mit dem anderen Betrag. Sie behalten also Ihre Gegenleistung und bekommen nur die Differenz. Und da macht das Wahlrecht einen Sinn. Stellen Sie sich folgenden Fall vor. Sie haben ein altes Auto. Und dieses Auto ist Ihnen eigentlich ziemlich egal. Und Sie haben einen Nachbarn, der hat ein Pferd. Und dieses Pferd heißt Fury.
Und dieses Pferd ist ein wildes Pferd. Und das ist ein tolles Pferd, das wollten Sie immer schon haben. Und deshalb schließen Sie mit Ihrem Nachbarn einen Vertrag. Und der Vertrag lautet, du kriegst mein Auto und ich krieg dein Pferd. Das ist der Vertrag. Aber bevor der Vertrag erfüllt wird, trifft der Blitz das Pferd und das Pferd wird frittiert und Sie haben nur ein Pferdeskelett. Und jetzt stehen Sie vor folgender Frage. Was ist mit Ihrem Auto? Sie haben ja immer noch Ihr Auto und wir fragen uns, wie läuft das Ganze? Und wenn Sie die Subrogationsmethode nehmen, dann geben Sie Ihr Auto ab, Ihr Auto wird abgegeben und Sie bekommen den kompletten Wert des Pferdes in Geld ersetzt. Wenn Sie die Differenzmethode anwenden, behalten Sie Ihr Auto und es wird geguckt, wie viel war Ihr Auto wert und wie viel war das Pferd wert und Sie kriegen Differenz zwischen Pferdewert und Autowert. Das heißt, dieses Wahlrecht bedeutet, wollen Sie Ihr Auto behalten und wenig Geld kriegen oder wollen Sie Ihr Auto loswerden und viel Geld kriegen. Das heißt, bei dem Tauschvertrag müssen Sie diesen Streit oder diese Entscheidung ansprechen. Das ist kein Streit, das ist eine Entscheidungsmöglichkeit. Und dann können Sie sagen, der Käufer hat die Wahl, entweder Differenz oder Surrogation und er wird hier das und das nehmen, je nachdem, was der Sachverhalt sagt. So, dann kommen wir zum Verbrauchsgüterkauf. 474 folgende BGB. Verbrauchsgüterkauf, da denken Sie wahrscheinlich an so Sachen wie Toner. Ja, Toner ist ein Verbrauchsgut oder Benzin oder Trinkwasser. Aber Verbrauchsgüterkauf ist einfach nur schlechtes Deutsch. Verbrauchsgüterkauf meint Sonderregeln für den Kauf beweglicher Sachen von Unternehmern durch Verbraucher. Das bedeutet, jeder Kaufvertrag über eine bewegliche Sache, bewegliche Sachen sind alle, die keine Grundstücke sind, durch Unternehmer, durch Verbraucher von Unternehmern. Das Ganze ist keine Idee des deutschen Gesetzgebers, daher auch das schlechte Deutsch. Das Ganze kommt von der Europäischen Union. Und Sie wissen, die Engländer finden das alles doof, aber wir Deutschen fanden das alle ganz toll mal. Und 1999 hat die EU eine Richtlinie gemacht, die all diese Verträge in der ganzen EU vereinheitlichen soll. Das heißt, wenn Sie im Urlaub irgendwas kaufen, haben Sie die gleichen Gewährleistungsrechte, wie wenn Sie hier in Deutschland was kaufen. Oder wenn Sie was im Internet bestellen bei Amazon in Großbritannien, wo momentan halt der Kurs gar nicht so schlecht ist, weil das Pfund so niedrig ist, also wenn Sie was kaufen wollen, sollten Sie es jetzt tun. Also CDs, Computerspiele, DVDs, Fernsehserien im Originalton, Boxsets, kaufen Sie die jetzt bei Amazon UK, denn Sie zahlen Ihnen britischen Pfund und Sie haben die gleichen Rechte wie in Deutschland. Das war die große Errungenschaft der EU in den 90er Jahren. Ja, Voraussetzung ist, der Verkäufer muss Unternehmer sein. Wer Unternehmer ist, haben wir schon zur Genüge hier besprochen. Sie erinnern sich beim Widerrufsrecht. Ja, geregelt in § 14 Absatz 1 BGB, Unternehmer sind die Leute, die eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit ausüben und den Kaufvertrag in deren Namen abschließen. Auf der anderen Seite muss ein Verbraucher stehen. Und Verbraucher sind alle Leute, die nicht im Rahmen ihrer selbstständigen oder gewerblichen beruflichen Tätigkeit handeln. Das heißt, Sie zum Beispiel. Wenn Sie als Student was kaufen, sind Sie immer Verbraucher. Dann brauchen wir eine bewegliche Sache. Bewegliche Sachen sind alle, die Sie in die Hand nehmen können. Sie sehen schon das praktische Problem, was nicht erfasst ist, sind zum Beispiel Downloads. Downloads können Sie nicht in die Hand nehmen. Es gibt noch eine ergänzende Regelung,
die sagt Ihnen, Dienstleistungen, die mit dem Kauf kombiniert werden, ändern das Ganze nicht. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel so ein tolles Fitnessarmband kaufen hier, ja, so, toll, dann, oh, Sie sind ganz begeistert, sehen Sie, das war jetzt die Werbeaktion. Wenn Sie dieses Fitnessarmband kaufen, dann haben Sie damit auch eine Dienstleistung gebucht. Sie können das nämlich auf dem Smartphone lesen, dann kriegen Sie so eine Auswertung, wie Ihr Puls den Tag über gewesen ist, wie viele Kilometer Sie gelaufen sind, wie gut Sie geschlafen haben, wie Ihre Hauttemperatur ist, was Sie gegen Stress tun sollen und alles Mögliche, sagt mir das. Dass ich zu viel gegessen habe oder zu wenig getrunken, das weiß das Gerät alles, das ist Hightech. Und diese Dienstleistung ändert aber nichts daran, dass das hier ein normaler Kaufvertrag ist. Obwohl ich zusätzlich noch einen Dienst kriege. Also 47.1.2, Dienstleistung mit Kauf kombiniert, ändert nichts daran, dass der Kauf prägend bleibt. Umgekehrt darf ich das nicht in die Irre führen. Ich habe neulich in einer mündlichen Prüfung im Staatsexamen eine halbe Stunde lang mit den Kandidaten über diese Norm diskutiert. Die Norm ist nämlich etwas irreführend. Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, ja, und der Zahnarzt sagt, oh, da haben Sie aber ein dickes Loch, und der setzt Ihnen eine Füllung da rein, dann verkauft er Ihnen die Füllung vielleicht, aber es wird natürlich kein Kaufvertrag. Die Leistung des Zahnarztes ist nicht, Ihnen Füllungen zu verkaufen, sondern die Leistung des Zahnarztes ist, die Füllung einzusetzen. Wenn also die Dienstleistung der Schwerpunkt ist, also wenn sozusagen Materialien gebraucht werden, um die Dienstleistung zu erbringen, dann bleibt es eine Dienstleistung, dann bleibt es ein Werkvertrag oder Dienstvertrag. Es kommt nicht darauf an, dass irgendwelche Sachen benutzt werden. Es geht um den Schwerpunkt. Ja, ausgeschlossen sind damit alle Rechte, Grundstücke und sonstige Gegenstände und ausgeschlossen sind öffentliche Versteigerungen. Wenn Sie also hier zum Gericht gehen und da gucken, wenn da irgendwelche Motorräder oder Autos oder Drogen, nein, Drogen nicht, aber andere beschlagnahmte Gegenstände versteigert werden, dann können Sie ein günstiges Schnäppchen schlagen, aber haben dann keinen Verbraucherschutz. Ja, was steht da im 474 so drin? Zunächst mal steht da eine Regelung drin, die ist ziemlich Quatsch. Die können Sie direkt vergessen. 474 Absatz 3 ist eine Modifikation zu 271. 271 sagt, Leistungen können sofort verlangt werden und können sofort erbracht werden. 474 Absatz 3 sagt uns, die Leistung kann nur unverzüglich verlangt werden. Das heißt, ich kann nicht Leistung verlangen, wenn der noch gar nicht im Verzug ist. Das ist schlicht überflüssig. Brauchen Sie in der Klausur nie zu erwähnen. Wichtiger ist 474 Absatz 4 und den sollten Sie sich unbedingt merken. Wenn Sie eine Sache mitnehmen vom Verbrauchsgüterkauf, ist das 474 Absatz 4. Ich habe Ihnen gesagt, nach 447 ist der Verkäufer in dem Moment, wo er die Sache DHL oder UPS oder sonst jemandem übergeben hat, seine Pflicht los. Er hat seine Schuldigkeit getan. Davon weicht diese Regelung ab. Denn diese Regelung sagt, beim Verbrauchsgüterkauf gilt das nicht, außer, und jetzt kommt die verwirrende Erklärung, wenn der Käufer den Spediteur beauftragt hat, das heißt, Sie haben DHL beauftragt, und der Unternehmer dem Verbraucher die Person nicht vorher benannt hat. Das heißt, auf Ihre Initiative fährt da jemand hin und holt die Sache ab. Das heißt, der Verkäufer sagt, hol doch ab, und Sie schicken jemanden dahin, sagen wir UPS, die das für Sie abholen. Dann sind Sie selber schuld und tragen auch die Gefahr. Der Unterschied ist also, wenn Sie Verbraucher sind und Sie kriegen die Sache geliefert, muss die Sache bei Ihnen in funktionsfähigem, mangelfreiem Zustand ankommen. Wenn Sie Unternehmer sind, dann kann die Sache auf dem Weg kaputt gehen und Sie haben Pech gehabt, müssen trotzdem bezahlen, bekommen aber keine Reparatur. Das sagt 474 Absatz 4. Einzige Ausnahme, die Sache hätte eigentlich abgeholt werden müssen und Sie schicken auf eigene Initiative jemanden dahin. Das kommt aber praktisch nie vor.
474 Absatz 5 Satz 1 ist eine Modifikation zu 346. Die wird oft missverstanden. Die Norm sagt Ihnen, wenn Sie ein Auto haben und das haben Sie gekauft als Neuwagen und es fängt an zu klappern nach 100 Kilometern, dann können Sie verlangen, dass Sie ein neues Auto kriegen, ein Ersatzauto. Und dann sagt Ihnen die Norm, müssen Sie nicht für die Zeit, wo Sie das erste Auto gefahren sind, für jeden gefahrenen Kilometer Wertersatz leisten. Sondern Sie kriegen das zweite Auto einfach so und geben das andere zurück. Das gilt aber nur für die Nachlieferung. Es gilt nicht für den Rücktritt im Allgemeinen. Wenn Sie nur zurücktreten und sagen, ich will das Auto gar nicht mehr haben, dann müssen Sie für jeden gefahrenen Kilometer Wertersatz leisten. Also wenn Sie sagen, ich will das Auto nicht mehr, Wertersatz plus Nutzung für jeden Kilometer wird in Geld ersetzt. Wenn Sie dagegen nur ein anderes Auto wollen, müssen Sie keinen Nutzungsersatz leisten. Ja? Unterschied klar, tausche Auto gegen Auto, kein Nutzungsersatz, tausche Auto gegen Geld zurück, dann Wertersatz plus. 474 Absatz 5 Satz 2 sagt, das Ganze gilt nicht für öffentliche Versteigerungen. Das ist aber hier irrelevant, weil die kennen Sie eh nicht. Die kommen ja so auch nie dran. So, jetzt habe ich Ihnen schon erklärt, Einbau- und Ausbaukosten. Grundsätzlich sagt der BGH, der Verkäufer muss kein Fliesenleger sein, der schuldet nur Lieferung von Paketen. Der muss Ihnen das Paket vor die Tür stellen, damit hat er seine Pflicht erfüllt. Der EuGH sagt dagegen, der muss unentgeltlich Nacherfüllung leisten und unentgeltlich im Sinne des BGB heißt, der Käufer darf dadurch keine Nachteile erleiden. Der Käufer muss also genauso stehen, dass wir von Anfang an richtig geleistet worden. Das heißt, auch Ein- und Ausbau muss der Verkäufer leisten. Der Verkäufer muss also alte Fliesen wegmachen, neue Fliesen legen. Wenn Sie eine Waschmaschine haben, haben die in den Keller gestellt, muss er die aus dem Keller hochholen und die neue in den Keller wieder reinstellen. Auch wenn nur Lieferung bis zur Haustür geschuldet hat. Er muss das machen, dass die Leistung da ist, wo Ihre ursprüngliche Sache war. 475 BGB ist die Norm, die sagt, das ganze Kaufrecht ist zwingend. Normalerweise gilt in Deutschland Vertragsfreiheit. Sie können vereinbaren, was Sie wollen. Beim Verbrauchsgüterkauf, sagt Ihnen 475, kann der Verkäufer die Gewährleistung nicht ausschließen. Er kann die Haftung für Sachmängel nicht ausschließen. Er kann die Haftung für Rechtsmängel nicht ausschließen. Das Einzige, was er machen darf, ist die Schadensersatzhaftung. Die Schadensersatzhaftung darf der Verkäufer ausschließen. Allerdings darf er sie nicht in AGB ausschließen, sondern nur individualvertraglich. Wenn Sie also in AGB bei neuen Sachen reinschreiben, die Gewährleistung ist ausgeschlossen, ist das Ganze schlicht unwirksam. Ebenfalls wichtig ist, der Verkäufer darf die Verjährungsfrist nicht verkürzen. Das heißt, wenn Sie eine Sache kaufen, haben Sie 2 Jahre Gewährleistung. Sie haben also 2 Jahre Zeit, Mängel, die von Anfang an vorlagen, zu erkennen und Rechte geltend zu machen. Und das gilt wiederum nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen EU. Also auch wenn Sie was in Polen bestellen, gilt das gleiche Recht. Oder wenn Sie was in Zypern bestellen. Oder wenn Sie was in Großbritannien bestellen. Es ist immer das gleiche System. Und das soll Ihnen erleichtern, wenn Sie bei Amazon was bestellen oder bei irgendeinem anderen Online-Händler. Egal, wo Sie es herbestellen, es gilt immer das gleiche Gewährleistungsrecht. Wenn er Ihnen Schrott liefert, haben Sie 2 Jahre Zeit, Ihre Rechte geltend zu machen. 475 Absatz 1 Satz 2 verbietet Umgehungen. Umgehung Nummer 1 ist relativ klar, das sieht man auch häufig, wenn der Verkäufer nämlich sagt, ja, das ist ein Bastlerfahrzeug, ich kann nicht dafür garantieren, dass es funktioniert. Das soll den Verkäufer natürlich nicht schützen, einfach die Sache schlecht reden, schließt die Gewährleistung nicht aus. Also die Sache schlecht darstellen nützt ihm nichts.
Zweitens, auch eine beliebte Masche, der Verkäufer sagt, hier darf ein Verbraucher gar nicht kaufen. Dieser Laden ist nur für Unternehmer geöffnet. Sie kennen das bei der Metro zum Beispiel. Ja? Metro, schon mal gehört, das ist so ein Laden, da kann man Sachen kaufen und da kann man nur rein, wenn man so eine Mitgliedskarte hat. Und die kriegen nur Unternehmer, die kriegen sie gar nicht als Verbraucher. Und trotzdem, die Vereinbarung, dass die Personen alle Unternehmer sind, ist nichtig, weil sich trotzdem immer böse Verbraucher drunter mischen können. Und wenn Sie auf eine Internetseite draufschreiben, hier dürfen nur Unternehmer kaufen und schließen trotzdem Verträge ab mit Oma Erna, ist das Ihr Pech als Unternehmer. Also allein die untergeschobene Behauptung, ich bin Unternehmer, schützt auch nicht. Und dann haben wir noch den ganz komplizierten Fall, wenn nämlich das Ganze so konstruiert wird, dass ich einen Strohmann einschalte. Der Gebrauchtwagenhändler, der nicht in eigenem Namen verkauft, sondern im Namen von einem Kunden, kann dadurch seine Gewährleistung auch nicht ausschließen. Letzte Norm in diesem Zusammenhang ist 477. 477 sagt einfach nur, wenn es eine Garantie gibt, muss diese Garantie klar und verständlich sein. Wenn die nicht klar und verständlich ist, haben Sie einen Schadensanspruch, aber sonst passiert auch nichts. Also wenn da drin steht, ja, wenn die Sache schlecht ist, dann passiert was Schönes, dann können Sie daraus keine Ansprüche geltend machen. Es muss schon irgendwie was Brauchbares drinstehen. Eine Norm, die zu gewissen Missverständnissen führen kann, ist 476. 476 setzt voraus einen Sachmangel. Und dieser Sachmangel muss sich zeigen. Und zwar innerhalb von 6 Monaten. Innerhalb von 6 Monaten fängt Ihr Auto an zu klappern. Oder innerhalb von 6 Monaten kommen Rauchwolken aus Ihrem Toaster. Das sollte Ihnen Sorgen machen. Wenn Sie nachweisen können, dass in den ersten 6 Monaten sowas passiert ist, können Sie in den 2 Jahren sagen, in den ersten 6 Monaten ist es passiert und deshalb wird vermutet, dass die Ursache was war, was von Anfang an da war. Und dann muss der Verkäufer beweisen, dass die Ursache was anderes war, dass die Ursache erst nach Gefahrübergang eingetreten ist. Also nochmal, normalerweise müssen Sie beweisen, die Sache war von Anfang an kaputt. Das wird in vielen Fällen sehr schwierig sein. Ihr Toaster explodiert, es kommt eine Rauchwolke und danach ist nichts mehr übrig. Dann wird der Verkäufer sagen, da wird wohl irgendwas bei Ihnen schiefgelaufen sein. Sie haben garantiert Wasser da reingekippt oder zu viel Strom oder zu viel Toast oder keine Ahnung was. Sie haben Spiritus in Ihren Toaster gekippt. Irgendwas wird er sagen. Und dann müssten Sie dem Verkäufer beweisen, dass der Toaster von Anfang an kaputt war. Das wird Ihnen nie gelingen. 476 sagt, wenn in den ersten 6 Monaten irgendwas passiert, wird vermutet, dass die Ursache dafür von Anfang an vorgelegen hat. Und der Verkäufer müsste beweisen, dass es auf keinen Fall so gewesen sein kann. Er muss also eine andere Ursache präsentieren, die definitiv vorliegt, die nachher eingetreten ist. Davon macht das Gesetz 2 Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist die Art der Sache. Die Art der Sache, zum Beispiel, wenn Sie Milch kaufen, und zwar Frischmilch, keine Haarmilch. Und die Frischmilch ist nach 6 Monaten sauer, dann wird Ihnen der Verkäufer sagen, das ist nicht so überraschend. Milch hält keine 6 Monate. Und dann können Sie nicht sagen, ich vermute mal, die war von Anfang an sauer. Das entspricht nicht der Vermutung. Die Art der Sache sagt, die muss keine 6 Monate halten. Die andere Ausnahme ist die Art des Mangels. Wenn Sie ein Auto kaufen, und kommen nach 3 Monaten und alle 4 Scheiben sind zerbrochen, die sagen, das war schon von Anfang an so, dann wird der Verkäufer auch sagen, das hätte ich aber gesehen, dass es von Anfang an keine Scheiben gegeben hätte, dass sie alle eingeschlagen sind. Das heißt, auch das würde die Vermutung widerlegen. Also wenn es so ist, dass es auf keinen Fall so sein kann, dass das schon von Anfang an gewesen ist, greift die Vermutung nicht. Klar die Ausnahmen? Oh, nicht schwierig, oder? Der EuGH fand das schon schwierig und hat letztes Jahr entschieden, dass der Käufer nur
folgende Voraussetzungen vortragen muss. Er muss beweisen, ich habe einen Kaufvertrag geschlossen. Ja? Zweitens, die Sache, die ich gekauft habe, entspricht jetzt nicht der vereinbarten Beschaffenheit oder der vereinbarten Verwendung oder der üblichen Verwendung. Jetzt, heute, mit Stand heute. Und drittens, dass das so ist, dass die Sache nicht vertragsgemäß ist, habe ich spätestens 6 Monate, nachdem ich die Sache bekommen habe, entdeckt. Das heißt, 6 Monate danach ist zum ersten Mal ein Problem aufgetreten. Wenn ich diese 3 Voraussetzungen beweise, mehr brauchen Sie nicht, dann haben Sie alles getan, was Sie tun müssen. 3 Voraussetzungen. Sie müssen nicht beweisen, warum die Sache mangelhaft ist. Sie müssen nicht weisen, warum das Auto nicht fahren kann. Das ist völlig egal. Sie sagen, das fährt nicht. Der Toaster ist nur noch eine verbrannte Ruine. Warum? Völlig egal. Müssen nichts zu sagen. Sie müssen auch nicht sagen, warum der Verkäufer dafür verantwortlich sein kann. Interessiert keinen. Müssen Sie nichts zu sagen. So, letzter Punkt zum Kaufrecht, den wir nächstes Semester noch intensiv machen. Das heißt, Sie müssen den jetzt noch nicht perfekt kennen, aber der gehört auch zum Verbrauchsgüterkaufrecht. Wenn Sie im Laden etwas kaufen, sagen wir eine Wurst, dann gehen Sie davon aus, dass nicht der Nettomarkt diese Wurst hergestellt hat. Der Nettomarkt kauft die Wurst auch nicht etwa direkt von der Rügenwalder Mühle, wo die dann frisch gemahlen worden ist, sondern der Nettomarkt beschafft die Wurst an einen Großhändler. Das heißt, wir haben üblicherweise eine Kette von Personen, bis die Sache bei Ihnen auf dem Tisch landet. Vom Hersteller an den Zwischenhändler, an den Einzelhändler, an Sie. Das nachvollzogen? Also die meisten Kaufverträge sind über eine Kette. Vom Hersteller bis zu Ihnen. Ja, Sie lachen, das ist so. Und jetzt kommt das Spannende. Wenn die Wurst gammelig ist, dann sagen Sie, da krabbeln so Maden raus, das ist ja voll eklig. Ja, die Leberwurst mit den Quetschmaden, das wollen Sie nicht. Und deshalb wenden Sie sich an Ihren Nettomarkt und sagen, gucken Sie mal hier, diese Wurst enthält Maden. Und dann sagt die Verkäuferin an der Kasse, wie eklig, nehmen Sie wieder weg. Ja? Aber rein rechtlich müssten Sie sagen, das ist aber interessant, dann geben wir Ihnen gleich eine neue. Vielen Dank, dass Sie die alte mitgebracht haben. Da holen Sie eine neue aus dem Kühlregal, nehmen Sie mit nach Hause. Und dann müsste Netto hingehen nach dem BGB und sagen, Moment mal, Großhändler, du hast uns eine Wurst geliefert mit Maden drin, die ist mangelhaft. Bitte gib uns eine andere. Dann müsste der Großhändler Netto eine neue Wurst liefern. Und der Großhändler geht zum Hersteller und sagt, hör mal, Rügenwalder Mühle, bei euch war die eine Wurst eklig. Und dann müsste der Hersteller sagen, das tut uns leid, jetzt kriegt ihr eine Ersatzwurst. Und so wird diese Ersatzwurst quasi die Kette runtergereicht. Und das sagt Ihnen der Unternehmerregress. 478 BGB sagt, jeder in dieser Kette kann sich an seinen Vorgänger wenden und von dem die Sache zurückverlangt. Voraussetzung dafür ist, dass die Sache letztendlich an einen Verbraucher übergeben und übereignet wurde. Das heißt, in unserer Kette muss hier ein Verbraucher sein. Da muss ein Verbraucher sein am Ende. Dann können alle Unternehmer der Kette nach zurückgreifen, wenn es sich um eine neu hergestellte Sache handelt, und zwar bis zum Hersteller. Ja? Schwierig? Nein. 478.1 sagt Ihnen dann, Sie brauchen keine Frist für Rücktritt und Schadensersatz. Warum? Weil hier ja der Endkunde eine Frist gesetzt hat und damit der Schaden beim Letztverkäufer schon eingetreten ist. 478.2 habe ich schon mal erwähnt, als wir über Aufwendungsersatz gesprochen haben. 478.2 sagt Ihnen, wenn Sie die Sache reparieren, Sie kaufen zum Beispiel irgendwelche tollen Boxen für Ihr Wohnzimmer.
damit sie Dolby Digital Surround bei der Fußball-EM haben. Dann haben sie diese Riesenboxen für viel Geld gekauft und der Ton ist schlecht. Dann kommt der Verkäufer zu ihnen und repariert die. Dann hat der Verkäufer Fahrtkosten, Materialkosten, möglicherweise Arbeitskosten seiner Angestellten. Und dann sagt 478.2, kann Ihr Verkäufer das bei seinem Zulieferer ersetzt verlangen. Der Zulieferer muss dem Verkäufer den Reparaturaufwand ersetzen. Und der kriegt dann sein Geld wieder vom Hersteller. Das sagt 478.2. 478.3 sagt, auch die Beweislastumkehr gilt in der Kette weiter. Das heißt, es ist nicht so, als ob der Endverkäufer auf einmal hingehen müsste und beweisen müsste, dass die Sache von Anfang an mangelhaft war, sondern auch der kann sich darauf berufen. Und 478 Absatz 6 sagt noch, jeder in der Kette hat eine Obliegenheit, die Sache zu überprüfen, wenn er sie bekommt. Und wenn er den Mangel entdecken konnte, hat er keine Rechte mehr. Das heißt, wenn die schlampig sind, kommen die raus. 479 ist dann auch noch eine tolle Regelung. Da geht es um Verjährung. Denn es kann ja sein, jetzt nicht bei unserer Wurst, aber bei den Boxen, dass die Boxen 2 Jahre lang in einem Lager liegen, irgendwo auf der Kette. Dann würden alle Ansprüche, die davor sind, verjähren, weil die Verjährungsfrist beträgt ja nur 2 Jahre. Und dann sagt 479, die Verjährung wird verlängert, und zwar indem eine Ablaufhemmung angeordnet wird. Die Ansprüche verjähren frühestens 2 Monate, nachdem der Letztverkäufer die dem Verbraucher gegenüber erfüllt hat. Das heißt, es gibt dann automatisch ein Wiederaufleben für 2 Monate und dann hat man 2 Monate Zeit, die Ansprüche geltend zu machen. Unabhängig davon, ob die 2 Jahre schon um sind. Damit haben wir auch den Verbrauchsgüterkauf abgehandelt. Wenn Sie das im BGB nachschauen, stellen Sie fest, das ist auch nur diese eine Seite. Wenn Sie die rausreißen würden aus dem Gesetz, hätten Sie keinen Verbrauchsgüterkauf mehr. Der Grund, warum das so wenig Paragraphen sind, ist, weil der einfach nur anordnet, dass das Kaufrecht zwingend ist. Das heißt, alles, was wir vorher gesagt haben, kann dann vertraglich nicht mehr abbedungen werden. Sie können keinen Gewährleistungsausschluss machen, Sie können die Minderung nicht ausschließen, Sie können den Rücktritt nicht ausschließen, Sie können den Sachmangelbegriff nicht ausschließen. Die einzige Folge ist, es ist alles zwingend. So, Kaufrecht haben Sie ja schon seit dem ersten Semester immer wieder gemacht. Was Sie nicht gemacht haben, ist Mietrecht. Mietrecht geregelt in 535 folgende BGB. Und da ist das BGB auch wieder gegliedert in einen allgemeinen Teil und einen besonderen Teil. Der allgemeine Teil ist 535 bis 548. Das sind Vorschriften, die für die Miete von allen Sachen gelten. Jetzt sagen Sie Miete von allen Sachen, was meint der? Sie können eine Wohnung mieten, Sie können aber auch ein Auto mieten oder eine DVD mieten. Ja? Und 535 bis 548 gelten für Wohnungen, Autos und DVDs, spielt überhaupt keine Rolle. Dann kommen 549 bis 577 BGB, warum da 555 steht, weiß man nicht. 577 BGB, das sind Vorschriften zur Miete von Wohnraum. Wohnraum meint das, wo Sie alle drin wohnen, nämlich Wohnungen. Wohnraum meint aber auch Hotelzimmer. Auch das ist Wohnraum, da können Sie drin wohnen. Meint auch Studentenwohnheim zum Beispiel. Das ist Wohnraum. Und dann 578 bis 580a regelt Sondervorschriften für Mietverträge, die nicht für Wohnraum sind, nämlich andere Räume, das heißt insbesondere Geschäftsräume oder Lagerflächen für Grundstücke und für sonstige Sachen, das heißt für Autos und DVDs. Also allgemeiner Teil, besonderer Teil und andere Vorschriften. Und dieser rote Pfeil soll Ihnen sagen, im Hinblick auf Geschäftsräume werden dann wiederum einige Vorschriften für Wohnräume entsprechend angewandt. Das heißt, er verweist dann wieder zurück auf die Wohnraumvorschriften.
In der Klausur heißt das, Sie müssen erstmal rausfinden, wo steht denn im Mietrecht was du dazu. Wenn Sie das rausgefunden haben, kommt die zweite Frage, geht es um Wohnraum, sonstigen Raum oder ganz anderen Gegenstand? Also geht es um Räume, Wohnräume oder bewegliche Sachen. Dann wissen Sie, welche Vorschriften angewandt werden und können dann einfach die Voraussetzungen der jeweiligen Norm durchprüfen. Sehen Sie, Mietrecht ist nicht schwierig. Die Pflichten im Mietvertrag sind nicht schwierig. Der Vermieter muss dem Mieter den Gebrauch einer Sache überlassen. Was meint das? Es bedeutet, er sagt Ihnen, da ist die Wohnung, du kannst da reingehen, wenn du willst. Der Vermieter muss den Mieter nicht in die Wohnung reinschubsen. Der Mieter muss da nicht reingehen, der muss nur die Möglichkeit zum Gebrauch haben. Die Möglichkeit zum Gebrauch setzt aber auch voraus, dass bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sind. Es muss zum Beispiel Strom in die Wohnung reinkommen oder Wärme oder Wasser. Eine Wohnung, die keinen Strom kriegt, ist nicht benutzbar. Das heißt, auch wenn der Mieter da reingehen könnte, würde der Vermieter seine Pflicht nicht erfüllen. Oder wenn in der Wohnung Ratten leben, ja, eine Rattenepidemie, so große Killerratten, dann kann der Mieter auch nicht in die Wohnung rein. Und dann mag die Wohnung noch so sehr verfügbar sein, er kann sie nicht gebrauchen und damit hat der Vermieter seine Pflicht nicht erfüllt. Der Mieter muss für den Gebrauch der Wohnung Miete zahlen. Das mag Sie überraschen, aber der Mieter zahlt dafür Geld. Und die Mietzahlung und die Gebrauchsüberlassung stehen im Gegenseitigkeitsverhältnis. Das heißt, wir haben wieder 320. Solange Sie keine Wohnung bekommen, müssen Sie kein Geld zahlen. Solange der Vermieter kein Geld hat, muss er Ihnen keine Wohnung überlassen. Einfach. Auch beim Mietrecht gibt es Sonderverträge. Eine Miete, wo es kein Geld für gibt, nennt sich Leihe. Die Leihe ist ein eigener Vertrag, 598, der hat mit der Miete nichts zu tun. Ein Vertrag, der Ihnen ermöglicht, die Mietsache selber zu verwerten. Zum Beispiel, wenn Sie ein Feld haben, die Früchte zu ernten. Oder wenn Sie ein Feld haben, die Tiere das Feld runterfressen zu lassen. Oder wenn Sie einen Apfelbaum haben, die Äpfel zu ernten. Nennt man Pachtvertrag. Pachtverträge sind auch keine Mietverträge, haben auch wiederum eigene Regelungen. Gucken wir uns noch näher kurz an. Der Pachtvertrag ist ein eigener Vertrag. Der Mietvertrag ermöglicht einfach nur die Sache zu gebrauchen, ohne die Früchte aus der Sache rauszuziehen. Das heißt, wenn Sie ein Grundstück pachten, dürften Sie nicht die Äpfel essen. Das wäre dann eine Pacht. Mietverträge sind anders als Kaufverträge immer Verträge auf Zeit. Und zwar, entweder haben Sie die Frist schon vorher bestimmt, Sie haben gesagt, ein Mietvertrag auf 5 Jahre, auf 10 Jahre, oder das Ende wird durch eine Kündigung bestimmt. Sie können also sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt kündige ich. Aber ein Mietvertrag muss immer ein Ende haben. Ein Kaufvertrag hat kein Ende. Der Kaufvertrag führt dazu, dass Sie dauerhaft Eigentümer bleiben. Beim Mietvertrag kommen Sie immer raus, spätestens mit Kündigung. Alles hat ein Ende. Der Mietvertrag ist auch abzugrenzen von der Verwahrung. Das kennen Sie auch alle. Wenn Sie da vorne Ihre Jacke abgeben, dann ist das eine Verwahrung. Dann sagen Sie, passen Sie auf meine Jacke auf und machen Sie, dass die Jacke wieder gut ist, wenn ich sie zurückbekomme. Kennen Sie auch in der Disco. Sachdarlehen, habe ich auch schon mal angedeutet, spielt praktisch keine große Rolle. Sie geben Ihrer Freundin 1 Kilo Mehl, damit sie heute noch einen Geburtstagskuchen backen kann. Dann wollen Sie nicht dieses 1 Kilo Mehl wieder zurückhaben, weil wenn Sie es zurückhaben wollten, dann können Sie den Kuchen nicht backen. Aber Sie wollen vielleicht, dass Sie ein anderes Kilo Mehl zurückkriegen. Und das nennen wir Sachdarlehen. Tausche Sache 1 gegen Sache 2.
Sie können mieten alle Sachen, wie gesagt, Wohnungen, Autos, Grundstücke, DVDs. Die Sache muss nicht dem Vermieter gehören. Ich kann Ihnen Sachen vermieten, die mir nicht gehören. Der typische Fall ist die Untermiete. Der Mieter, der weiter vermietet, vermietet nicht seine eigenen Sachen, sondern Sachen des Vermieters. Sie können nicht vermieten Rechte und sonstige Gegenstände. Für Rechte gibt es nur die Pacht, aber keine Miete. Ja, Miete bedeutet Gebrauchsüberlassung. Gebrauchsüberlassung genügt es, wenn ich Ihnen sage, Sie können die Sache nehmen. Die liegt da für Sie bereit. Ich muss sie Ihnen nicht aufdrängen und sagen, hier, jetzt nimm auch mit. Wenn Sie das können und nicht machen, ist das Ihr Risiko. Ich muss Ihre Nutzung dulden. Ich kann nicht sagen, ach, jetzt doch nicht mehr oder nicht so, sondern ich muss diese Nutzung so hinnehmen, wie Sie machen. Ich kann mich dagegen nicht mehr wehren. Ich habe für die Zeit der Miete auf meine Macht verzichtet. Wenn Sie sich nicht an den Vertrag halten, kann ich aber kündigen. Also wenn Sie in Ihrer Wohnung anfangen, die Wände einzuschlagen und die Scheiben rauszuhauen, dann kann Ihr Vermieter Sie rauskündigen. Aber der Vermieter hat grundsätzlich sonst keine Möglichkeiten. Der Vermieter muss sich aber auch schützend vor Sie stellen. Also zum Beispiel, wenn die Hooligans vor dem Haus sind, dann muss Ihr Vermieter dafür sorgen, dass die weggehen. Der Vermieter muss Ihren Genuss der Mietsache vor dem Einfluss Dritter schützen. Das ist seine Pflicht. Und die Sache muss er in einem gebrauchsfähigen Zustand überlassen und erhalten. Der Vermieter muss dafür sorgen, dass Ihre Wohnung schön bleibt. Dass keine Ratten drin sind, keine Kakerlaken drin sind, keine Wasserrohrbrüche drin sind, kein Schimmel an der Wand ist. Das ist die Aufgabe des Vermieters. Der Vermieter muss sogar Schönheitsreparaturen durchführen. Das heißt, wenn die Farbe abblättert, muss der Vermieter neu streichen. In der Praxis ist es allerdings so, dass die Vermieter in alle ihre Verträge reinschreiben, dass diese Pflicht auf den Mieter übertragen wird. Das dürfen die. Die dürfen also sagen, die Schönheitsreparaturen trifft der Mieter. Nur die grundlegenden Arbeiten muss der Vermieter bezahlen. Den Rohrbruch oder die eingeschlagene Scheibe, das ist Aufgabe des Vermieters. Ja, damit haben wir die grundlegenden Pflichten des Mietvertrages behandelt. Am Montag geht es dann ums Wohnraummietrecht. Und das interessiert Sie ganz besonders, weil Wohnraummiete ist das praktisch häufigste. Dann bis Montag.